Meine lieben Zuschauer von der Elsterwelle, ich habe Ihnen zum diesjährigen Osterfest mitgebracht unsere Osterkerze, die wir in der Osternacht angezündet haben bzw. anzünden werden. Die Osterkerze kennzeichnet sich aus einmal durch diese zwei Buchstaben Alpha und Omega. Sie sind die Anfangsbuchstaben des griechischen Alphabets und einmal das Ende des griechischen Alphabets, das Omega, gekennzeichnet durch das Kruzifix, durch das Kreuz und natürlich die Jahreszahl 2014. Die Osterkerze erinnert uns Christen daran, dass Christus auferstanden ist. Nun könnte man sagen, eine aalglatte Kerze, wunderbar, wenn sie dann noch leuchtet, umso schöner. Aber jetzt kommt das berühmte Aber in unserem Leben. Diese Osterkerze weist darauf hin, dass wir Menschen verletzlich sind. Das heißt, wir sind schnell in der Lage, von anderen gestört zu werden, von anderen verhöhnt zu werden, beleidigt zu werden oder dass wir selber sogar schwere Lasten zu tragen haben, verschiedenster Art. Christus zeigt als Auferstandener einem seiner Jünger, der es nicht glauben will, seine Wundmale. Und die sollen hier wieder gegeben werden auf dieser Osterkerze, auf dieser Auferstehungskerze. Lassen Sie mich einfach mal Merkmale unserer Zeit, Wundmale unserer Zeit kennzeichnen und diese anheften an unsere Auferstehungskerze, an unsere Osterkerze. Ich denke da besonders an die Menschen, die in diesen Stunden mit sich selbst unzufrieden sind, die im Herzen wirklich bluten, die großes Leid auf sich genommen haben oder von anderen beleidigt worden sind, herzlos behandelt worden sind. Ich denke besonders an meine Nachbarn in der Pfarrei Heilige Familie, an unser Asylantenheim, an die Menschen, die ganz furchtbare Geschichten erzählen, während aus ihrer Flucht, während ihrer Zeit in dem Land, aus dem sie flüchten mussten. Es ist sehr interessant, sich mit den Kindern zu unterhalten. Ich tat es erst gestern mit einem syrischen Kind. Ich denke besonders an unsere Situation in Kiew, auf der Krim, in der Ukraine. Hier meine große Bitte, Gott bewahre uns vor einem Krieg in Europa, in Osteuropa. Dann denke ich besonders gerne an unsere Kranken im Klinikum, aber auch an die Ärzte, an die Schwestern und Pflege, an das Pflegepersonal und alle Menschen, die in dieser Zeit für andere da sind, die Polizei, die Feuerwehrmänner, die immer wieder mit den Grenzen des Lebens sich beschäftigen müssen und damit hart konfrontiert werden. Und ich denke gerne an diejenigen, die in diesen Stunden die Sinnfrage stellen des Lebens. Wer bin ich denn eigentlich noch in dieser Welt, in meiner näheren Nachbarschaft? Meine lieben Zuschauer der Elsterwelle, bei diesen schweren Sorgen, die wir haben in unserer Zeit, könnten wir fast ertrinken in diesen Sorgen. Und nun kommt für mich das Symbol. Dies ist eingebettet zwischen Anfang und Ende in diesem Jahr und dies ist eingebettet in den auferstandenen Christus. Er zeigt sich nicht als der allglatte Mensch, sondern ein Mensch, der aus der Erfahrung des menschlichen Leids kommt, das man ihm zugefügt hat. Und die Antwort ist nicht der Karfreitag, der Tod, sondern die Antwort, seine Antwort ist die Auferstehung. Es gibt für jeden Menschen eine Chance der inneren Bekehrung. Es gibt für jeden Menschen eine Chance der inneren Orientierung. Aber es gibt auch die Chance, dass wir als Mitbewohner, als Freunde, als Bekannte durchaus etwas von dieser österlichen Freude weitertragen könnten. Und dann reicht es manchmal nur ein freundliches Guten Tag oder der Besuch oder auf der Straße mal stehen bleiben, wenn man unsere Fremden sieht. Wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Einfach die Mitteilnahme, einfach das Aufeinanderzugehen. Das könnte heute und hier und weit über Ostern immer wieder geschehen. Ich kann nun leider, wir sind noch in der Zeit vor Ostern, diese Kerze nicht anzünden. Aber es reicht vollkommen, wenn Ihr Herz brennt für den Menschen, für jeden, der in dieser Stadt lebt und in der näheren Umgebung, für jeden Fremden, für den anderen Dasein.
Das ist die Osterbotschaft und ich glaube, das versteht jeder. Hier ahnt jeder, dass damit Hoffnung verbunden ist. Und es reicht noch einmal, wenn ihr Herz brennt, wenn sie leuchten in der Finsternis. Und dann bleibt dies auch nur ein Symbol, aber ein ganz entscheidendes. Und so wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie, all denen, die uns gut gesonnen sind in dieser Stadt, wünsche ich wirklich eine frohe, eine frohmachende, eine gesegnete Osterzeit. Und noch einmal, die Wunden sind nicht die Antwort unseres Lebens, sondern die Zukunft, die Auferstehung, das, was wir nennen Hoffnung, Glaube und Liebe. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.